Okay. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Ja, doch. Haben wir hier irgendwie einen Speicherpunkt? So. Also über einen Speicherpunkt würde ich mich ja wirklich. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Wo lang muss ich jetzt denn eigentlich? Sensor. Wir müssen doch hier irgendwie Tür versch. Ah, ich bin ja auch blind. So, dann wollen wir uns hier aufschneiden. Ja. Dann nach unten. Oh Gott. Tür verschlossen. Das sieht hier alles andere als einladend aus. Das. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Also ganz ehrlich, ich will ja. Gar nicht zurück. Kann er was bauen? Kann er uns. Ja, wir könnten uns eventuell einen neuen. Genau, dann bauen wir uns. Wir können uns aber keinen mehr bauen. Nee. Ich sehe ja rein gar nichts. Okay, ich nehme es zurück. Ja. Oh Gott. Nee, nicht was. Nein. Sensor. Nein, 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 nein! Ah, und da hat's uns erwischt. Na super. Oh.
Warum kommt das jetzt eigentlich da? Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren. Ansonsten sind wir stattdessen. Das? Das hat er doch bestimmt jetzt gehört. Sie uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Sieksen-Synthetik bewegen sich von den Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen. Öffentlichen Bereichen so, und dann Generalleuchtfackel nehmen wir in Winterfeuer. Und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir ich will euch auch nicht finden. Bindemitte können auch nicht mehr. Komm schon. Schrott. Ja, eben konnte ich nicht weitergehen. Was kann er denn bauen? Kann er Medkit bauen? So, mehr kann er auch davon nicht bauen. Was kann er noch bauen? Ich würde gerne noch einen Modi bauen. Und dann Geräusch machen. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Ich weiß. Bereit. Ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Gott. Flammenwerferöl, das ist gut, das ist immer gut. Das was soll ich denn jetzt Gehen Sie machen? Zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthetik. Ja, das ist... Ja, Generator funktionsbereit. Nur was? Vielleicht da irgendwie was? Nee, die Tür geht nicht auf. Ah. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Oh oh. Was war das? Nein. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Ich hasse sowas. Ich glaube, das Vieh hat uns gesehen. Das müsste ich nochmal nach. Aber.
Ja, komm. Die blöde Tür hat sich hier auch geöffnet. Warum hat sie sich geöffnet? Halt die Fresse! Die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Da ist es! Oh nein, ich habe mich wieder selbst getötet. Na, das ist ja toll. Wie soll ich das? Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Winterschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch. Ich hätte mit einem Flammenwerfer drauf gehen sollen. Und alle Systeme hochfahren. Station verlassen. So, hier drin sind wir ja relativ sicher, bis auf, genau, der Facehugger. Uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Oh Gott. Komponenten, Schrott, ich nehme alles mit. Als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Siegsen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe ja Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Station evakuieren. Dies ist keine Oh. Und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Ihr seid ja tolle Leute. Weil jetzt uns hören und nichts tun können, versuchen sie nicht uns zu finden. Wir werden sie sonst erschießen. Wir werden doch hier nie wieder lebend rauskommen. Schön nachladen. Wer weiß, wann man den wieder braucht. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hier ist. Da, ja. Ich hab's gesehen. Oh Gott. Na super. Wenn es hier reinkommt, kriegst du mal eine Flammenladung ab. Aber nicht ein Molly. Oh Gott. Na geil, wir kommen hier nie lebend raus. Ah, es gibt ja mal eine Stelle, wo man mal festhängt. Oh, verdammt. Da ist er. Station verlassen. Na, kannst du nicht flüchten oder was?
So, wir nutzen jetzt mal die... Müssten wir gar nicht den Generator anschmeißen? Hau ab! So, wir wollen speichern, ja? Station evakuieren. Dies ist kein Symbol. Oh Gott. Schock. Nee, lass noch mal. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Ja, die Tür ist offen. Und da können wir abspeichern. Oh Gott! Was soll denn das heißen, die Tür ist verschlossen? Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Oh Gott. Nein, was soll... Was? Starten Sie... Na, super. Na, geil. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Was muss denn den Scheißgenerator nochmal starten? Kommst du nicht rein? Kein Mini mehr, keine Flamme mehr. Wir sind tot! Ich hasse es. Also ehrlich, wie soll man das schaffen? Und dann sag ich jetzt erstmal, nein, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das war's jetzt erstmal und ich verabschiede mich da und sage bis zum nächsten Mal. Alien Isolations.